What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, so zum Spiel TF2. Wir sind gerade auf Two Fort und look at this. Ich bin frisch gejoint. Look at this people on the server. It's horrific. Es ist angsteinflößend. Ich sehe so viele Sniper Dots. Und heute werden wir mal gucken, wie ich jetzt meinen Scout Aim so hingekriegt habe, weil ich jetzt nicht so viel trainiert habe, wenn ich ehrlich sein darf. Aber war doch schon mal ganz erfolgreich hier. Hello. Oh, eins. Oh, don't be a scaredy cat. Jetzt bin ich ein scaredy cat. Ne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Es war zu erwarten, das war zu erwarten. Jetzt war ich gerade die scaredy cat. Nee, aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn im Gegnerteam fast nur Spice sind. Ich weiß es nicht genau. Denn, okay, das sah jetzt schon heftig aus jetzt gerade. Nee, aber das kann ich in dem Fall wirklich mal nachvollziehen. Weil wer hier nicht Spy spielt oder Sniper, der ist fast schon Langweiler, muss ich sagen. Wobei das jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt Spy spielen werde. Hello! Eat that. Ich bin nämlich ein Feigling, deswegen. Ich spiele kein Spy. Nein, niemals. Angst. Na. Komm, wir machen jetzt, okay, okay, du willst dran, du willst das. Das musste sein. Auch wenn mich jetzt der Spy gebackstabbt hätte. Ich wollte diesen Melee-Kill haben. Das war jetzt einfach ein Ding, wo ich sage, läuft. Wartet mal kurz, so, ich öffne mal eben meine Liste. Und zwar, heute möchte ich mit euch reden über ein Programm, was mich persönlich sehr aufregt. Ein Programm, bei dem ich mir denke, warum sind manche Programme wirklich schlecht. Manchmal muss man sich das ja fragen. Bei dem Programm muss man sich aber fragen, warum gibt es das überhaupt? Ich meine, nein, 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 ich finde nicht die richtigen Worte dafür, ehrlich gesagt. Ich kann nur sagen, ich bin sprachlos, rar, Mr. Heavy. Oh, ich habe bei Double Cross Nein geklickt, ne? Wie peinlich. Hätte ich Ja klicken müsste, instant eigentlich. Scheiße, Angewohnheit, ne? Ne, also habt ihr schon mal ein Razer-Produkt gehabt? Also Razer, ihr wisst ja, Razer-Mäuse, Razer-Tastaturen, es gibt alles von Razer gefühlt. Okay, nicht alles, aber eine Menge. Und ich bin ja stolzer Besitzer einer Razer Naga Hex. Das heißt, einer kleinen, grün leuchtenden Maus, die sechs Buttons hat, extra für MOBAs oder für MMOs. Und ich bin in der Vergangenheit eigentlich ziemlich glücklich gewesen, bis auf eine Sache bei der Maus. Und zwar kann ich die Maus nicht einstellen. Normalerweise bietet Razer ein Programm, das nennt sich Razer Synapse. Dieses Programm ist dazu da, ist ein cloud-basiertes Treibersystem. Das heißt, normalerweise wird ein Standardtreiber für die Maus installiert oder einer, der halt dabei ist, der aber nicht alle Funktionen hat quasi. Die Funktion kommt mit dem Programm. Nur das Problem ist, das Programm ist technisch so schlecht umgesetzt worden, dass ein Großteil der Spielerschaft das nicht nutzen kann. Bei meiner Maus wäre es in dem Fall eine Funktion für Makros, dass ich auf die sechs Tasten, dass ich die als Makro-Taste benutzen kann und dann quasi mehrere Befehle gleichzeitig belegen kann. Oder zum Beispiel eine Funktion, dass ich meine Maussensitivität besser einstellen kann mit der DPI-Anzahl und so weiter. Das heißt, ich habe meine Razer Naga bereits seit 2 Jahren, muss ich erstmal so sagen. Ich hab das Ding seit 2 Jahren. Früher, als ich es installiert hatte, habe ich mich kurzzeitig mit Razer Synapse beschäftigt. Ich wusste, dass es schlimm ist, das Programm, denn Kollege Dominik, aka Craig, der hat auch Razer-Sachen gehabt zu dem Zeitpunkt und sie liefen einfach nicht gut. Er hat das Programm nicht zum Laufen bekommen, nicht mal als ich da war und wir im Internet gesearcht haben, unter Google, nach Möglichkeiten. Wir haben nicht die Möglichkeit gefunden, wie man das Ding nutzen kann vernünftig. Komm mal Melee gehen. Komm, du bist doch auch so ein Melee-Typ hier. Arschloch. Erst zweimal auf mich schießen, um zu gucken, oh, treffe ich den noch, treffe ich den noch? Und dann sich auch auf Melee einlassen. Ah, ist ja ganz, ganz gemein, muss ich ja schon beinahe sagen. Wieso bin ich so weit unten? Wieso habe ich jetzt 5 Kills gemacht? What the hell? I don't know. Nee, aber, dann habe ich es halt, wie gesagt, bei mir zu Hause installiert und ich habe ehrlich gesagt, als es bei mir dann auch nicht ging von Standard aus, habe ich, muss ich ehrlich zugeben, schnell aufgegeben in dem Fall. Weil ich einfach wusste, Razer Synapse ist ein Programm, das will einfach nicht so oft, wie man möchte. Und ich habe es dann gelassen. Ich habe mir gedacht, okay, scheiße, du willst dich jetzt nicht stundenlang mit dem Problem beschäftigen. Ich habe es gerade gemerkt. Ah, schade.
ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt kein Spy war oder auch ein Spy war. Ich bin nicht ganz gegen ihn gelaufen, sodass ich es hätte spüren können. Nee, aber jetzt habe ich vor ein paar Tagen Razer Synapse wieder installiert. Ich dachte mir, probier's es mal aus. In der Zwischenzeit habe ich ja auch ein neues Betriebssystem gehabt, also beziehungsweise neu aufgespielt gehabt. Oh, treff mich doch nochmal. Und ich dachte mir, ja, jetzt passt das. Leute, bitte nicht den Kanal spammen. Ich meine, das ist ja nett gemeint, aber Kanalspam kommt auf Public Server ganz schlecht an. Ganz schlecht an. Kann ich bezeugen. Muss ich, glaube ich, nicht weiter bezeugen. Nee, ja, also ich habe es jetzt bei mir zu Hause nochmal installiert. Es ging nichts. Trotz neuer Windows-Installation und allem. Müll. Als ob Razer mich ignorieren würde in dem Sinne. Ich fühle mich persönlich beleidigt von Razer in der Geschichte. Denn wie kann ein so namenhafter PC-Hardware-Hersteller so schlecht sein, seine eigene Software zu schreiben? Es ist... Oh, no fucking way. Das war ungünstig. Lol, gesniped worden. Steht eine Sentry? Ich wusste, da steht eine Sentry. Ich wusste es, wegen dem Engineer gerade. Nee, aber wie kann das bitte sein, dass sie so schlechte Software herstellen? Ich meine... Nee, es macht keinen Sinn. Ich bin nicht der Einzige. Es sind so viele Leute im Internet. Es gibt... Ich meine, wenn man bestimmte Fehler sucht, gibt es ja manchmal so ein... Also, nicht ein, zwei, sondern gibt es ja manchmal so schon so einige Beiträge mit Hilfe, mit Fehlersuchen und so weiter, mit Fehlern, die andere Leute hatten. Im Fall von Razer Synapse ist das schon fast nicht mehr lustig. Ah, scheiße. Ich dachte, die Sandy wäre weg. Weil er sich so verhalten hat ein bisschen, keine Ahnung. Nee, aber... Nein, nein. Oh, das war so offensichtlich. Bitter. Ich kann es einfach absolut nicht nachvollziehen, warum die Software bei so vielen Menschen im Internet, bei so vielen Menschen auf der Welt nicht funktionieren will. Es heißt für mich einfach, dass Razer schlechte Software schreibt. So traurig es auch klingt. Ich hoffe, das war jetzt ein One-Shot-Kill. Ich weiß. Oh, Genen? Ich hab's nicht so mit Genen. Lass mal lieber, Kollege. So, ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt, wie viele Minuten? 8 Minuten, glaube ich. Ich denke, das war's hier für heute schon. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wisst ihr, kommentiert und liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.